Ja, nochmal von vorn. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operationen war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und es schien der einzige Weg zu den Trockendocks und Serene zu sein. Ich will nicht darunter. Ich fühle mich hier oben echt wohl. Hä? War da nicht noch gerade einer? Ach, da ist er doch. Feind gesichtet! Wie präzise die schießen können. Ey, das ist so nervtötend. Okay, ich nehme jetzt das Sturmgewehr. Intro Maker. Verstärkung nähert sich der grünen Zone. Greifen Ziel an. Diese Streuung ist so unwertherzig. Oh. Alles klar. Mit ca. 100 Schuss für einen. Wo ist der andere? Der andere Dicke steht noch da hinten rum. Sehr gut. MP nehmen. Typen abpassen, umlegen. Wir müssen abkreisen! Gott, muss ich ihn jetzt wirklich holen? Das ist noch nicht zu fassen. Ja, ich benutze wirklich zu wenig meine Kräfte. Ich bin es auch einfach nicht gewohnt, solche Kräfte zu haben. Bin mehr immer so auf Aiming und dann rauche ich ihn um. Anzeichen für eine Anomalie. Safeguard, ich will, dass Joyce Ding festgemacht wird, bevor es zur Anomalie kommt. Ich wusste gar nicht, dass die Kräfte bei dem auch wirken. Okay, er fällt. Ja, du kennst es sehr gut aus. Intro Maker, ich glaube, du hast das Spiel mehr als einmal gespielt, oder? Er ist genau hier! Zone ist kompromittiert! Merkel ist auf dem Weg mit mehr Verstärkung. Halte durch! Merkel erreicht Ziel! Das Tor ist geschlossen! Ach, scheiß drauf, ich werd's rammen! Rucksack, das Beste, was man hier finden kann. AK komplette Munition aufgefüllt. Druck nach vorne! Kann mir jemand erzählen, was er will, aber das, die weiterentwickelte MP ist echt krass. Du hast es viermal durchgespielt, das Game. Krass, was machst du den ganzen Tag? Heftig, Alter. Viermal alleine das sind 9x4 Stunden, sind 36. Sehr gut, da schießt aber nicht irgendeiner. Nette Fahrkünste, Jungs. Okay, ich kann nicht töten. Und du? Ich laufe einfach durch, oder was? Geht das überhaupt? Oder ich verstecke mich hier? Einfach drüber krabbeln, ist das denn ernst? Alles klar. Gut. Jetzt habe ich wieder vergessen, das Sturmgewehr mitzunehmen. Aber ich werde ja bestimmt gleich eins finden, oder? Alter! Paul hat
für seine Männer diese Technologie entwickelt, um sich durch die Anomalien zu bewegen. Er wusste, dass es zu dem Riss kommen würde. Trotzdem versuchte er nie, ihn aufzuhalten. Und er nimmt immer wieder die Scheißpistole in die Hand. Sondergepanzert, ne? Was ist denn jetzt schon wieder? Ah. Gut, MP bringt nichts bei denen. Nehmen wir die Shotgun. Die sollte eigentlich durchhauen. Jo. Wo ist der andere Krepel? Noch mehr. Verdammt. Ja, super. Ja, bringt wirklich nichts. Wie sieht's mit der aus? Ah, die macht auf jeden Fall Schaden. Stört ihn zumindest. Jo. Eine Burstfire, okay. Will hat Ihnen nie erzählt, was er in dieser Werkstatt tat, im Ground Zero? Nein, nie. Er versteckte diesen Teil seines Lebens vor mir. Nichts hatte mich auf diesen Wahnsinn, der mich dort erwartete, vorbereitet. Und selbst das war nur eine Einleitung zu den schlimmen Dingen, die später genau an diesem Ort passieren würden. So, noch irgendwie was Sinniges? Nee. Es ist der einzige Weg. Es kann nicht normal sein. Zutritt strengstens verboten. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eher eine Richtlinie als eine Vorschrift. Tja, denke ich auch. Also nichts hier durch da. Enge Gänge, Shotgun. Ja, ich warte darauf, dass es mal so ein taktisches Stromgewehr gibt, aber schnell mal nicht. Was zur Hölle? Was ist das? Na ja, ich würde auf eine Halluzination tippen. Was zur Hölle? Was ist das? Das ist bereits geschehen. Das ist ja nice. Was zum Teufel? Ich habe ganz ausdrücklich kupferkaschiertes Niob-Titan. Will. Alter, das Spiel ist eigentlich schon so ein kleiner richtiger Brainfuck, oder? So ein bisschen. Ich sehe gerade, dass mein Chroma-Key nicht mehr ganz funktioniert, oder? Also, bezogen auf meine Webcam. Der Hintergrund ist ein bisschen sichtbar. Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Will war weg. Aber er war überall um mich herum. Dieses ganze geheime Leben, das er nie erwähnt hatte, alles, wovor er mich beschützen wollte. Es umgab mich. Ein Rätsel. Gefangen in zerbrochener Zeit. Wir dachten alle, er würde seine Forschungsgelder verschwenden. Seine Karriere aufs Spiel setzen, nur weil er von einem fehlgeschlagenen Experiment besessen war. Das ließ er uns glauben. Was er dort entwickelt hatte, war absolut kein Fehlschlag. Es funktioniert. Es funktioniert. What? Krasser Shit. Ja, ich weiß, dass ich die taktische MP noch habe, aber es war kein Sturmgewehr mehr rum. Deswegen musste ich das jetzt nehmen. Ich brauche für ein weiteres Jahr Forschungsgelder. Bitte, tun Sie das nicht. Hallo?
Echt gemütlich. Das nenne ich doch mal ein Leben. Einfach nur arbeiten, arbeiten, Gegen arbeiten. Maßnahme. Ich hoffe, bei Gott, dass es funktioniert. Will. Weg. Paul. Komm mit mir. Wir können das überleben. Du bist die Einzige, nein, die nicht. Sah, was ich gesehen tu's habe. Nicht, nein! Gib mir das Gerät. Was, wenn sie falsch liegen? Hui. Ich wusste, dass dort etwas völlig schiefgelaufen war. Aber es war verschlüsselt. Unmöglich zu lösen. Fliehe der zerbrochenen Zeit. Ja, das ist immer noch... eine gute Ansage. Was ist denn das? Was? Einfach weg. Okay. Okay, mir passiert nichts weiter scheinbar. Ich wollte gerade zurückklicken. Es war überwältigend. Alle unbeantworteten Fragen, die ich hatte, wurden durch das, was ich in der Werkstatt gesehen hatte, noch bohrender. Die Ereignisse bei der Universität waren Teil von etwas viel Größerem. Etwas, was vor 17 Jahren begonnen hatte. Warum geht denn mein Chroma Key jetzt gerade so ab? In der Webcam, warum ist denn das nicht mehr die Farbe? Stimmt, weil der Raum nicht mehr hell genug ausgeleuchtet ist durch den Bildschirm. Bin ich jetzt entkommen? Scheinbar. Ich würde ja gerne hier rüber klettern, aber schade. Okay, Trockendocks. Zu den Trockendocks. Bin fast da. Ich muss zu Paul. Überall Computer rumstehen. Zutritt. Alarm. Unbefugter Zutritt. Amy Ferrero ist ohne Aufsicht in der gottverdammten Sicherheitsstation. Ich habe gedacht, dass Amy Ferrero eine Reihe falscher Geständnisse für unsere PR-Kampagne aufzeichnen sollte. Das ist eindeutig nicht der Fall. Woher ich weiß, dass sie ohne Aufsicht ist, weil A, sie in der gottverdammten Sicherheitsstation ist und B, die sensible Monarch-Daten durchgeht und sie auf einen USB-Stick zieht. Keine große Sache, es sind nur alle Geheimnisse von Monarch. Funkalarm wurde bereits ausgelöst, auf ihrer Position vorrücken. Sofort. Dieser USB-Stick darf die Operation nicht verlassen. Oh, erinnert ihr euch noch an Jack Joyce, der Typ, den ihr eigentlich davon abhalten solltet, unsere gesamte Operation in einen Haufen Scheiße zu verwandeln? Vielleicht sollte sich jemand um ihn kümmern, solange wir noch eine Option haben. Könnt ihr euch nicht einfach vorstellen, dass es euer natürlicher Lebensraum ist? Wie der Umkleideraum in eurer alten Schule. Und er ist der Junge, der die ganzen Sätze lesen kann, ohne dabei die Lippen zu bewegen. Macht ihn fertig. Okay. Zu erraten, wie alt du bist in Tomaker? 30, wenn du sagst, du arbeitest, dann würde ich mal behaupten, du bist an die 30 so circa. Ich weigere mich zu gehen, während Jack noch hier ist. Ich muss... Oh, dein Zustand ist kritisch. Der Stress. Wenn du deine Medikamente nicht nimmst, du weißt, was passieren könnte. Komm zur Insel. Dann kannst du sofort deine Medikamente einnehmen. Wenn die Gala beginnt, bist du wieder ganz der Alte. Das gefällt mir nicht. Aber du hast recht. Immer besorgt um mich. Startet den Helikopter. Nein. So leicht kommt ihr nicht davon. Da sind noch welche. Hmm.
Etwas stimmte mit Paul nicht. Kronon-Syndrom. Er hatte seine Kräfte schon viel länger als ich, aber was war die Ursache? War ich auch krank? Oder war es seine Zeitreise? Ich wusste es nicht und es machte nichts von dem, was er getan hatte, weniger verabscheuenswert. Gott, ist das... Das ist schon wieder so viel. The Sudden Stop. The Sudden Stop, der letzte Alex Casey-Roman von Alan Wake. Alan Wake wollte ich auch immer spielen, habe ich aber nicht gemacht. Deshalb habe ich irgendwie aus den Augen verloren. Diese Ausgabe ist vom Ordner signiert und Emily Borke gewidmet. So, das ist die Pistole. So, Fiona William Joyce ist tot. Na. Jetzt um sein Brüderchen. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, warum ein Hintergrund sichtbar ist. In der Cam. Also, aka die Wand. Gucken, ob ich das später mal fixen kann. Hier ist noch so viel. Hier muss ich lang. Vielleicht finde ich noch irgendwo so einen Skillpunkt. Ich höre doch hier irgendwas. Ah, hier. Mann, die sind echt gut versteckt. Jetzt war ich zu schnell, oder? Ja. Hier, größter Explosionsradius kaufen. Da oben ist bestimmt auch noch irgendwo einer. Ach so, 11, okay, krass. Arbeiten ist Schule, ja, na gut. Ich habe jetzt wirklich gedacht, arbeiten mit Arbeiten. Jetzt müsst ihr sehen, ich bin eigentlich noch in der Schule, also ich studiere ja und gehe nebenbei noch arbeiten. Das heißt, hab eine Doppelbelastung. Ja. Jack, versteh doch, Will hat mir keine Wahl gelassen. Was ist nur mit dir geschehen? Kämpfen ist zwecklos. Du hast ihn umgebracht. Ich werde es dir erklären, wenn die Zeit reif ist. Wir sehen uns heute Abend auf der Monarch-Gala. Gala? Die Zeit endet und du schmeißt eine beschissene Party. Wenn die Zeit endet, tut es mein Nein, Plan hier nicht. Und jetzt. Ich gehe nicht Doch, auf diese... das tust du. Ich habe es bereits gesehen. Was hast du gesehen? Was soll das alles? Auf Wiedersehen, Jack. Nein! Ich glaube, wir können... Hier hatte ich hier schon reingelesen? Nee. Aber es ist auch wieder... Sah gerade so aus wie der Eingang, wo wir rein sind. Aber theoretisch können wir gegen Serene nicht gewinnen, weil er hat ja jeden Schritt, sieht er voraus. Es sei denn, unsere Kräfte werden so stark, dass wir sie irgendwie manipulieren können, die Zeit, so dass es Serene nicht sieht. Warum sind das immer so viele lange Texte? Gott. Ist doch unmöglich, alles zu lesen. Zumindest in einem Let's Play oder Gameplay. Oh, hier ist Munition. So. Ich sammle einfach die Handlungsobjekte ein. Ah, da haben wir doch das Sturmgewehr. Und nur 60 Schuss. Super, super toll.